Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wir sind immer noch im Dorf Aurora und gerade dabei, mit den ganzen Dorfbewohnern zu reden. Mal sehen, was das Mädchen uns zu sagen hat. Oh, hi. You're new. Are you travelers? Ja, das sind wir eigentlich. Maybe you can help me? I can't find my little brother Corbin. He's not in the village? Das ist schlecht, wenn da Monster draußen sind. No, he's not here. I can't find him, and I've looked absolutely everywhere. Don't worry, I'll keep an eye out for him. What's your name? My name is Colleen. Oh, I wonder if he left the village. He could get hurt. Oh, die ist aber süß, dass sie sich Sorgen um ihren Bruder macht. Calm down, Colleen. I'll look for him. Where did you see him last? I think he was doing something for Mr. Gianni, but whenever I ask him about Corbin, he says he's too busy. I really don't like that guy. Wer ist Gianni? Gianni, huh? Okay, wait here. Okay. If you find Corbin, please bring him home. I'm really getting worried about him. Das werden wir. Schon wieder ein Stufenaufstieg. Und es wird neblig. Okay, jetzt geht der Angriff erstmal wieder hoch. So. If you find Corbin, please bring him home. I'm really getting worried about him. Ja, das machen wir. So. Zum Trocknen rausgehängt. Gianni, wo finden wir den, bitteschön? Ach so, ist das der hochnäsige Typ? Und dann haben wir noch den hier. Und dann geht es wahrscheinlich wieder aus dem Dorf raus, oder? Nein, da gibt es noch eine. Die sieht aus wie eine Pfadfinderin. Mit dem, was sie anhat. Aber gut, erstmal reden wir mit ihm hier. Bram. Good day, I'm Mayor Bram. So, you're the hero I've been hearing about. Oh, der Bürgermeister sogar. Hier sind wir wahrscheinlich richtig. It's nothing, really. We're just passing through. Ja. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true hero in our midst is really boosting morale. So, what's your name, son? Dust. My name is Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Ah, are you talking about the Watchmen? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking our peaceful village. They were simply being cautious. Take my word, I'm sure they meant no ill will. Das glaube ich sogar. Die beiden sahen eher verängstigt aus als wirklich böse. There was also this girl. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a handful, but don't pass judgment on her like that. You have no idea what she's gone through this past year. Was denn? She looked pretty upset about something. Ja. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. Was denn? What help could I possibly provide? A few giants in a field seem like the least of your problems. Ich fand sie ein großes Problem. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blades as impressive as yours, Dust. Please, we really could use the help. Ja, natürlich helfen wir. I don't know. I'm searching for something myself. Ja, was suchen wir denn? Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. We suspect their leader is close by, and if you could... Ja, wahrscheinlich den Anführer erledigen. Whoa, whoa, whoa. Hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Ja, Fidget, wieso sollen sie sonst hier rummarodieren? Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale, hitting the village on both sides, driving our forces apart. I assure you, whatever leads these things is experienced in warfare. Also ein Kriegsfürst. What do they want? Our land, I imagine. Ja, was sollen sie sonst wollen?
garantiert nicht nur nett guten Tag sagen. Just a casual observation, but they don't seem the farming type. Das stimmt allerdings auch wieder. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you truly are as capable as I hear. Ja, ja. You want us to find their leader? It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire village a great service. Ach, das machen wir doch mit Links. Well, I... Dass sich Ara noch nicht eingemischt hat. You feel a conflict of emotions. This is good. I will abide by your decision, Master. I trust you to take the right path. Na, toll, mischt sich Ara ein. Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. It's almost like I know these people. Like I have to help them. Mhm. Das ist das Problem. I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. I'm proud of you, Dust. Of course, if you said no, I need to bite your face off. So stelle ich mir jetzt gerade lustig vor, wie die süße Fidget das den Kopf abbeißt. Charming as always, Fidget. Ja. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. That's my boy. The Watchman reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. Strong as you may be, I've seen many fine warriors lose their lives to these monstrosities. Ich glaube, wir werden nicht dazu gehören. I understand, Mayor. I'll be careful, and I'll be back. Gut. So, jetzt reden wir noch. Hat er uns noch was zu sagen, was Erfahrungspunkte gibt? We don't know much about their leader, but he has a penchant for fire. Dann müssen wir ihn mit Wasser bekämpfen. I wasn't aware these creatures even knew how to make fire. This one does. There are stories that the creature is actually made of fire, but I imagine it's just an exaggeration. Ich wäre mir da nicht so sicher. Jetzt haben wir auch noch ein Feuerelemental als Gegner. I've got a feeling there's more truth to that than neither of us would like. Ja, genau meine Worte. Regardless, there must be some reason those monsters follow him. Please, be careful. Wahrscheinlich, weil er sie überzeugt hat, wie es jeder Kriegsherr so gut kann. Was hast du noch für eine Aufgabe? Hey, you're the outsider. Na, du bist aber nett. Yeah, that's me. That's great. So you must know your way around out there. Maybe you could do me a favor. Kommt drauf an. Depends on the favor. What is it you need? Well, allow me to introduce myself. My name is Fail, and I'm in charge of keeping our guards well equipped. Du siehst eher aus wie ein Pfadfinder. Oh, so their poor equipment is pretty much your fault. Ah, oh, Fidget. In so many words, yes. It's not like I enjoy giving them subpar equipment. If I had better materials, I could make better gear. Das macht Sinn. Tell you what, if you could bring me 5 Impites, I would gladly buy them off you for more than the shop will offer. 5 Kobold heute, das kriegen wir, glaube ich, hin. I'll keep my eyes open. Ja. Much appreciated. I'll be waiting right here. Können wir die schon abschließen? Kobold heute. Haben wir Kobold heute? Wir haben Stoff. Wir haben Leim. Nein, 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 nein. Kein Kunde Kobold heute. Please, let me know if you come across those materials. Ja. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be. Und da geht's dann wahrscheinlich nur raus. Ja. Wir haben wieder einen Haufen Erfahrungspunkte dadurch zusammengekriegt, dass wir hier Quests annehmen. Ob das jetzt so beabsichtigt ist, stelle ich mal dahin. Läden sind wieder aufgefüllt. Gut, machen wir mal hier kurz den Quick Save. Hier kommen wir ja nirgendwo hin. Laden brauchen wir nicht. Wirbeln wir mal ein bisschen mit dem Staubsturm rum, dass wir schneller vorankommen.
dass wir hier nicht in dieses Gebäude können. Naja. So, wo bist du, Mr. Hochnäsig? Deine Quest haben wir schon. Der da. Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? Toller Kerl. I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Ah, toll. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. So ein Mistkerl. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Oh ja. Gut, jetzt haben wir mit jedem Dorfbewohner hier geredet. Dann geht's mal gen Osten. Und wir haben eine neue Region entdeckt, kam da unten gerade. Ich sollte ein neues Heil-Item auswählen, merke ich gerade. Die Törtchen tun es alle Male und wir finden wahrscheinlich eh noch neue. Nur wenn wir vergiftet sind, sollten wir halt den Pilz zu uns nehmen. Macht ja wirklich viel Sinn, lecker Pilz essen, wenn wir vergiftet sind. So, dann mal raus hier. Das ist ja toll. Da sitzt Fidget und mampft am Feuer. Und wir haben neue Sachen entdeckt. Wald von Abtis, neu die Lichtung. Da wollen wir später irgendwann nochmal hin. Schützenpass. Efeutal. Ich würde mal sagen, wir gehen erst ins Efeutal und suchen den Jungen. Also ja, das Spiel ist auf jeden Fall schön groß und komplex. Und das Efeutal ist nicht besonders groß, hä? Böse. You really should have saved first. Toll. Bloms, deadly creatures. Keep your distance. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at them. Okay, Fidget. Bloms sind verwundbar, wenn sie tief einatmen. Also hier geht's schon mal runter. Und so springt man sie in die Luft. Ja, gut. Save Point. Ups. Ich würde gerne hier runterkommen, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher hin. Au. Okay, ich sollte nicht darauf achten, dass ich nicht zu nah an ihm dran stehe. Aber wenn sie meinen, explodieren zu müssen. So, genau, explodiert schön. Oh, ich sehe einen Schlüssel. Ich sehe viele Schlüssel. Ah, klappt. Was haben wir da jetzt für eine Kettenreaktion ausgelöst? Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier gibt es noch einen Speicherpunkt. Okay, das Efeutal ist nicht gerade wirklich groß. Oh Gott. So, jetzt kriegt ihr mal. Wow. Ja. Wieder solche Riesen. Wow.
Ich weiß mittlerweile, wie er funktioniert. Okay, erster Riese ist tot. Oh. Heil-Item einwerfen, der hat mich nämlich böse erwischt. Am besten gleich nochmal eins. Au. Okay, noch eins einwerfen. Vorsichtig sein bei den Riesen. Und da ist der Junge. Hey, are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Ja, dafür sind wir eigentlich hergekommen. Let me guess. You're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. I had to hide in here with all those monsters around. Dachte ich mir. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. I come here lots, but there were never any monsters. Da hast du was verpasst, Junge. You'd better go while it's clear out there. Ja. I still need to get Mr. Gianni's laundry. I dropped it down there, and I don't want to get in trouble. Ach, das müssen wir dann wohl übernehmen. No, Corbin, you go home. I'll take care of it. Oh wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now go on. Hurry back to town. Was ist ein Resonanzstein? Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? Da hat Fidget eigentlich aber recht. I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. It'll be great. Naja, ganz toll. Wir haben einen Resonanzstein erhalten. Was macht der denn? Resonanzstein öffnet die Tore derselben Farbe. Oh. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.